sitzender Leg Curl. Auf dieser Maschine hast du sehr viele Einstellungsmöglichkeiten. Einerseits, wie weit der Sitz vorne oder nach hinten gerichtet sein soll. Dann kannst du die Arretierung auf deinem Unterschenkel einstellen. Stell sie so ein, dass das Polster irgendwo überhalb des Sprunggelenks aufliegt. Je höher du die Einstellung wählst, desto vorgedehnter wird deine Beinrückseitenmuskulatur sein. Also umso mehr Stretch erfährt sie. Und zu guter Letzt bringst du noch das Kniebett nach unten und fixierst alles an Ort und Stelle. Die Bewegung an sich ist sehr simpel. Einfach im Kniegelenk beugen. Diese Übung trainiert die Beinbeuger in ihrer verkürzten Position. Das bedeutet, du solltest nicht von Anfang an mit viel Schwung arbeiten, sondern im Gegenteil versuchen, in der Endposition kurz zu verweilen. Du kannst den Oberkörper für noch mehr Dehnung in den Hamstrings etwas weiter vorlehnen, so wie ich es hier vorzeige.